So, hier unten war noch ein Haus, was ich gefunden habe. Gucken wir doch mal. Noch mal ein weiteres Tagebuch. 7.12.3041. Wir werden umzingelt. Das Aurea hat in der Kammer des Lebens seine Wirkung entfaltet. Jedoch sind die Dämonen dadurch keineswegs vernichtet worden. Entgegen unserer Annahme können sie auch auf reinem Grund überleben. Sie fielen in die Höhle ein, nachdem ein Großteil der Menschen auf die Oberwelt gebracht wurde. So ist wenigstens das Überleben unserer Rasse gesichert, auch wenn es uns, die wir hier ausharren müssen, nur der Tod wartet. 9.12.54. Der Großteil der Soldaten ist gefallen. Es gibt nun nichts mehr, was uns zu retten könnte. Wir haben Teile der Stadt abgeschnitten, um die Dämonen davon abzuhalten, die ganze Stadt zu überrennen. Wir haben Brücken zerstört sowie die Kanalisation versperrt. Dadurch haben wir den Zugang zur oberen Höhle sowie zum ersten Teil der Stadt versperrt. Es gibt einen weiteren Weg nach oben, dieses jedoch noch nicht fertiggestellt. Wir werden versuchen, ihn zu vollenden, um so viel leicht durchzubrechen, aber uns geht langsam die Nahrung aus. 11.12.54. Wir sind fast durchgebrochen. Eine Sprengladung bereits angebracht wird den Rest für uns erledigen. Wir müssen jedoch in einen anderen Teil der Stadt, um sie zu verzünden. Der Zünder befindet sich im Stadtteil direkt unter uns in einem kleinen Haus. Die Dämonen sind jedoch bereits dort. Ich weiß nicht, ob wir es lebend schaffen. Wenn es sich bei dem Durchgang, der hier beschrieben wird, wirklich um denselben wie bei den Plänen im Archiv handelt, dann haben wir eine gute Chance, dass er tatsächlich benutzbar ist. Yep. Kann ich das aufheben? Nein. Aber ich kann eine Runde pennen. Denn es ist wieder Tag und ich sehe mehr. Was mir, denke ich, einen Vorteil verschaffen wird. So, kann ich hier durchkriechen? Haha. Okay. Oh nein. Ich sollte diese Viecher, glaube ich, erstmal links liegen lassen, möchte ich behaupten. What the... Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, die zu klatschen, wie jetzt im Originalspiel. Oh, fick deine Mama, Alter. Komm her, du Vogel. Geh weg mit dir. Free XP und so. Nein, schon wieder die... Oh, ich slide auch noch direkt hier rein, ey. Die Frage ist, macht dieses Ding überhaupt mehr Damage? Oh yeah. Ich habe nämlich gesehen, ich habe ein paar Level-Ups hinter mich gebracht. Es ist so, dass wir... Nein! Wow, wow, wow. Dass wir, unsere Waffen leveln können. Das heißt, wir kriegen ja Erfahrungspunkte und dadurch erhöht sich mein Stoßschaden oder mein Slash-Schaden oder whatever. Und das, denke ich, ist ganz nützlich, denn nur so können wir wahrscheinlich stärker werden. Ah! Fick dich, Alter. Wow, wow, wow. Okay, ich glaube, dieses Viech one-hittet mich aber richtig, Alter. Ich würde zu gerne wissen, was da hinten geht, aber irgendwie... Oh, danke, Spiel. Okay, der Typ hat den Weg freigemacht und ich kann mich hier tatsächlich umgucken. Ich gehe mal hier weiter nach unten. Beziehungsweise nach oben. Jop. Na, dann gucken wir doch mal, ob es sich gelohnt hat. Was kriegen wir? Ah, gehält ein Säulenfragment. Oh, oh, das ist nice. Somit hätten wir auch das zweite Säulenfragment. Gut, die Frage ist, ich muss ja erstmal wieder hier rauskommen, ne? So, jetzt bin ich den anderen Weg mal außen rum gegangen und wir bekommen 28 Taler. Okay. Das ist eigentlich ganz nice, weil Geld ist wichtig. Wichtig, richtig. Richtig, wichtig? Yeah! Gut, dann gucken wir uns mal auf der anderen Seite um hier. Alter, ich habe gar nichts von dir gewollt, Junge. Eskalier nicht so. So, geh kaputt. Oh, oh. Ui, 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 ui. Ich muss sagen, die Gegner machen mir echt Angst in diesem Spiel. Was haben wir? Hagel elixierte Stärke. Sehr nice. Ja. Benutzen wir es mal. Nutzen. Yeah, Stärke steigt um 1. Nice. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Gut, dann hat sich der Weg hier nach unten doch auch schon gelohnt. Dann ja, schauen wir uns doch mal um. So. Besser. Erstens keine Geister mehr, die mir im Weg umgeistern und ich sehe was.
So, hier oben war jetzt Nikes, also das Haus haben wir abgefrühstückt. Hier geht's wieder runter in die Kanalisation. Hier unten, das macht mir ein bisschen Kopfweh, weil ich habe hier... Ah, hier ist ein Gang. Gut, den habe ich im Dunkeln nicht gesehen. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier irgendwo wieder den Pegel erhöhen. Hoffe ich, denke ich. Erster Schlüssel beim Magier, zweiter Schlüssel bei einem Bürger übergeben, auf dass dies die Dämonen fortkommen hindert. Okay. Die Tür ist verschlossen. Das war abzusehen. Jo, dann. Fark, hier komme ich auch nicht weiter, weil das Wasser zu niedrig ist. Okay. Oh, 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 oh. Geh da hoch. Ark, geh da hoch. So, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter. Jetzt habe ich nur noch die Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwo ein Gang war, den ich im Dunkeln nicht gesehen habe. Ich kann immer noch nicht schwimmen. Hier gibt es nichts. Hier gibt es einfach nichts. Okay. Gut, dann lasst uns noch mal etwas revisieren. Wie bin ich denn hier auf diese Seite eigentlich gekommen? Ich bin irgendwo runtergefallen, glaube ich. Nein, Moment, ich bin durch die Kanalisation hier runtergekommen. Wenn ich jetzt hier wieder runterfalle... Kann ich hier auch durchschwimmen, oder? Okay. Gut, das bringt mir nichts. Hier komme ich nur wieder nach oben. Ja. Oh, fuck, die wandern, Alter. Das heißt, ich muss das Wasser nochmal ablassen und dann hier diesen Geheimgang nochmal durchlatschen. Okay. So, jetzt bin ich nochmal auf der anderen Seite. Jetzt gucken wir uns mal hier nochmal gebührend um. Jetzt, wo ich auch Sachen erkenne. War ich hier schon drin? Ja, ich glaube schon. Da war, glaube ich, oben dieses Tagebuch, glaube ich. Okay. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite der Brücke. Jetzt heißt es Glotze. Komme ich auch nicht weiter. Das hier sieht auch reichlich merkwürdig aus, dieses Haus hier. Also, die Steine eher gesagt. Oh, was hatten wir denn hier nochmal drin? Oh, die war ich noch gar nicht. Cool. Kiste. Wunderknolle. Nice. Und hier geht's nicht weiter. Kann es sein, dass wir vielleicht hier in die Kanalisation weiter runter können? Das wäre natürlich... Nein, können wir nicht, aber wir kriegen eine Kiste. Mit noch einem Säulenfragment. What the fuck? Ich dachte, es gibt nur zwei. Ha! Na gut. Im Zweifel gar nicht mal so übel. Alter, ich habe Ohrenschmerzen gerade. Was geht denn jetzt für Film? So, was haben wir hier daneben drin? Ein Speicherpunkt dann. Nutzen wir ihn nochmal. Ha! Das ist die Frage. Wo ich noch in die Kanalisation runter kann. Gibt's hier oben irgendwas? Ja, nichts, was ich brauchen könnte. Das war das erste Haus, glaube ich, wo ich drin war, wo ich gepennt habe. Jawohl. Hier war ich, glaube ich, auch schon drin. Also sollte ich zumindest gewesen sein. Ja, da war ja diese Schlüsselgeschichte. Ja gut, ich habe ja beide Schlüssel gefunden. Der eine Schlüssel war beim Geist und der andere, also der war ja da oben. Und der andere Schlüssel war bei dem Bürger, der lag ja in dem Skelett drin. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob ich beide Schlüssel nicht einfach nehmen soll. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja den Wasserstand irgendwie hochdrehen auf 100%, weil sonst komme ich ja auch nicht weiter. Aber
Ich sehe jetzt gerade keine andere Möglichkeit, als diese Schlüssel zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Wir werden es probieren. Ja. 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 Hä? What? Moment. So. Okay, ich kann den Schlüssel gar nicht. Also da ist irgendwas in Form eines Schlüssels, aber ich... Es leuchtet etwas in Form eines Schlüssels. Ja, oder es ist nur so, dass ich diesen Teil, oder dass ich diesen Schlüssel nur nehmen kann, wenn es Nacht ist. Das wäre natürlich auch ziemlich sinnig, ja. Da gebe ich euch recht. Okay. Okay, wir probieren es jetzt nochmal oben in dieser Glaskugel. Dann machen wir jetzt mal diese Glaskugel kaputt und nehmen uns mal den Schlüssel raus. Ich meine, was soll passieren? Ha. Mehr wie Game Over kann nicht passieren. Es kann sein, dass er den Schlüssel nicht sieht, weil es nicht Nacht ist und der Schlüssel ja schimmert. Das ist total sinnfrei, aber okay. Soll ich die Kugel wirklich? Ja, komm, mach mal. Es kann schon Schlimmes passieren, na dann wollen wir mal. Wow, was ist das denn? Oh. Danke für unsere Rettung, Fremder. Diese Sphäre band unsere Seelen. Der Funken Aurea in ihm ist zu wenig und schwach. Er hält auch in unseren Zorn in Schach. Nun erhalten wir unsere körperliche Präsenz zurück. Die Bewohner von Tris herrschen wieder über die Stadt. Fremde brachten den Tod. Kein Fremder ist mehr willkommen. Doch zum Dank unserer Rettung verraten wir dir ein Geheimnis. Im Nordwesten dieser Stadt unter einem Stein vor dem obersten Haus liegt der Schlüssel zur Flucht. Vor uns vergraben. Finde ihn, wenn du kannst. Ach du Scheiße. Okay, ich weiß nicht, ob das klug war. Was passiert denn jetzt? Werde ich angegriffen? Ja, wir müssen kämpfen. Okay. Unter einem Stein. Hier oder was? Ach. Ach nee. Okay, ich kann irgendwie nichts tun im Nordwesten. Unter einem Stein. Ach was, hier ist ein Skelett. Ach, wie schön. Okay. Ist natürlich die Frage, was für ein Stein hier gemeint ist. Nordwesten. Das ist vor dem obersten Haus. Okay. Kann ich euch töten, Alter? Hier vielleicht. Nein. Fuck. Boah, verreck, Alter. Alter, was hat der für eine Schussfrequenz, ey? Ich kann nämlich nochmal heilen. Ich würde gerne den Zauber benutzen, aber noch egal. Wir benutzen mal eine Heilknolle. Ja, vielen Dank. In einem Stein im Nordwesten ist der Schlüssel zur Flucht, okay. Vor dem ersten Stein. Huh. Okay, ich kann... Ah, was war jetzt, Alter? Okay, ich habe irgendwie diese scheiß Knolle benutzt. Ach, Leute. Ist das etwa in... Ist das etwa die gleiche Taste wie, oh, die geben aber ganz gut die XP, Alter. Okay, ich weiß nicht... Ich glaube, ich habe die gleiche Taste für Heilung wie für Abwehr. Das ist natürlich schlecht. Moment. Ich habe etwas gefunden. Hier leuchtet etwas. Etwas schimmert im Boden. Der Geist sprach davon, dass der Schlüssel bei einem Gebäude vergraben sei. Aha! Ah, gehälften Kanalschlüssel. Zumindest einen davon. Nice! Ich habe jetzt meine Tastenbelegung geändert, dass ich gut abwehren kann, weil Abwehr ist, glaube ich, in diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Remake, doch sehr wichtig. Oder in diesem, was heißt Remake? Ist ja kein Remake, sondern ein inoffizieller zweiter Teil. So, was jetzt für mich, denke ich, sinnvoll wäre, mal die Nacht abzuwarten. Oh, ich kann nicht in jedem Bett schlafen, merke ich gerade. Okay.
dann... mal nochmal diese verkohlte Leiche zu beobachten und zu untersuchen. Ja, das machen wir gleich. So, jetzt schauen wir mal, ob meine These stimmt. Ach, falsches Haus. Ha, okay. Lash. Okay. Nein! Ja, okay. Ja, bla 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 bla. Vielleicht nichts mehr zu suchen. Ach so, ja. Ich bin so dumm, Alter. Okay. Ich musste ja irgendwelche Hinweise auf Lilia finden. Ja, richtig, so war das. Sonst hätte ich den Schlüssel ja gar nicht. Ich kann ihn so gar nicht bergen. Okay. Dann, wirklich. Würde ich sagen, haben wir jetzt schon einen Schlüssel, dann begebe ich mich mal zurück in die Kanalisation und guck mal, ob ich vielleicht durch diese eine Tür kann. Das wäre jetzt so das Plausibelste, was ja, mir einfallen würde erstmal im Moment zumindest. Oh, warum musste denn ihm. Oh, warum musste denn immer mitten im Gegner aufhören, Alter? Fick dich einfach. Beziehungsweise wir unterhalten uns erstmal mit diesem Geist und das muss ja Lilia sein. Wo ist der nur? Was ist mit ihm? Oh, Liebster, hast du mich vergessen? Mag dein Herz nicht mehr pochen für deine einzige Liebe? Ihr Fremder, erfüllt meinem verlassenen Herzen einen letzten Wunsch, sucht meinen Seelenpartner und sagt ihm, dass sich seine Lilia nach ihm sehnt. Tut es im Zeichen der unsterblichen Liebe. Okay, das heißt nur für mich wieder Back to Black. So, gucken wir mal, was der Halodri zum Sagen hat. Ja, genau. Ja. Ja, hinaus, will ich sie zurückzuholen. Diese Selig muss der Geist an der Brücke wohl gemeint haben, ob er auf mich hören wird. Hör mir zu, ich komme im Auftrag deiner Geliebten. Lilia! Kann es denn wahr sein? Meine geliebte Lilia, sie denkt immer noch an mich. Ja, sie wartet bereits auf dich, sie sehnt sich nach dir. Oh, meine Liebste, oh wundervolle Lilia, wie sehr vermisst mein Herz deine Nähe. Doch ich kann meinen Posten nicht verlassen. Dieser Schlüssel darf den Dämonen niemals in die Hände fallen. So lautete mein Schwur. Du kannst mir einen Schlüssel geben, ich werde dich ablösen. Du wärst bereit, mir diese Bürde abzunehmen. Ich weiß nicht, ob es rechtens wäre. Ich bin zäh. Dämonen sind für mich keine Herausforderung. Vertrau mir einfach. Oh, Lilia... Niemals würde ich den Schlüssel außer Acht lassen und meinen Posten verlassen. Doch die Sehnsucht nach dir ist schier überwältigend, hier Fremder. Ihr habt mein Vertrauen. Nehmt den Schlüssel und bewacht ihn, so wie ich es getan habe. Hab Dank. Yeah! Somit haben wir auch ihn erlöst. Sehr gut. Sprich, wir haben jetzt beide Schlüssel. Und ja, ich denke, jetzt haben wir hier alles erledigt und ich kann mich in die Canalization begeben. Warum rennst du denn rein, Ark? Ark? Das war garrrrk nicht gut. Okay, das hat keinen Sinn gemacht, ich weiß, aber egal. So, wir sehen uns gleich wieder an der besagten Türe. Ach, fuck, ich hab vergessen, das Wasser hochzulassen. Ich Dummkopf, Alter. So, nachdem wir nur meine grenzenlose Dummheit gesehen haben, kann es, denke ich, feuchtfröhlich weitergehen. Tür auf hier. Ach, sperrt die Tür auf. Yeah! Oh, hier können wir das Wasser nochmal steigen lassen. Wasser sinkt um 40%. What? Moment. Wasser steigt um 40%, okay. Ach du Scheiße. Ich hasse sowas, Alter. Ich hasse solche Rätsel, Alter. Okay, jetzt habe ich es um 20%, 40% gestiegen. Das heißt, ich muss ja jetzt rein theoretisch wieder zurück das Wasser nochmal steigen lassen. Dann wäre ich ja bei 60%. Aber ich weiß nicht, ob es mir in irgendeiner Weise hilft. Oh mein Gott, ist das nervig, Alter. Mit einem beherzten Sprung könnte ich vielleicht die Kiste als Plattform benutzen. Okay, ich musste den Wasserstand also tatsächlich komplett senken. Das ist natürlich interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich ihn erhöhen muss, aber okay. So, hier komme ich nicht rüber. Okay, das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich da oben jetzt wieder erhöhen.
steigt um 40%. Aha, es steigt um 40% und macht wahrscheinlich den Weg frei. Okay. Uiuiui. Ich habe schon gedacht, ich muss nochmal 10-mal hin und her laufen. So, weiter geht's. Ich habe ja so ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor meinem ersten Boss, weil das Kampfsystem ja relativ ähnlich ist, aber trotzdem nicht ganz so flüssig wie bei einem Terranigma, ne? Okay, oh, Kiste. Wir bekommen noch ein Säulenfragment. Alter, wie viele scheiß Säulenfragmente bekomme ich hier eigentlich? Die Frage, ob ich pennen kann, darf, muss oder nicht. Ich kann es auch nicht, okay. Gut, erstmal umgucken, ob hier noch irgendwas ist, aber es sieht tatsächlich nicht so aus. So, was haben wir da oben? Gar nichts. Was haben wir da unten? Noch weniger. Moment. Aus. Rein da. Ah, ich wollte gerade sagen. Ah, hier leuchtet was. Was glitzert denn da so? Ein kleiner Kasten mit einem Druckknopf in der Mitte und einer Antenne. Ha! Herzhüter erhalten. Nice! Kann ich hier pennen? Nein. Okay. Gut, jetzt hätten wir den Fernzünder. Das heißt, wir können uns den Weg aus dieser Geisterstadt heraussprengen. Komm her, Alter. Ah, er trifft mich so gar nicht. Haha. Ha. Hi. Rede. All dieses Chaos, so viel Dreck, die Leute sind Schweine, verwahrloste Häuser, ungepflegte Straßen, Durcheinander und jahrhundertealter Schutt, überall! Wer darf das alles aufräumen? Ich natürlich! Immer ist es Eugene! Selbst im Tod findet man keine Ruhe. Und weiß nicht, was mein Vater meinte, als er mir von diesem Beruf abriet. Ich kann mich noch erinnern, damals, da war alles anders. Da ging ich zum Bürgermeister, der lebte im Norden, gleich neben der Bäckerin. Sie war eine gute Freundin von mir. Also ging ich zum Bürgermeister. Dann hast du mein geblasen und die Geschichte war zu Ende. Er stickt an seinem Samen. So, hier geht's noch raus, okay. Heieieiei. Kann man es natürlich auch machen. Is this the mayor's place? Der Schalter zum Ausfahren der Brücke zwischen den ersten beiden Teilen der Stadt befindet sich unter dem weißen Stein rechts von diesem Schild. Geschrieben in der Hoffnung, die Dämonen unsere Sprache nicht verstehen. Da ist tatsächlich ein Schalter und ein arg betätigter Schalter. Oh mein Gott, die Brücke ist ausgefahren. Das heißt, keine Kanalisation und Gekriecherei mehr. Sehr gut! Nice! Gut. Dann hätten wir hier wohl auch alles eingeheimst und ja, ich gebe ich mal nach Norden. Oh, ich habe einen neuen Weg in die Kanalisation gefunden. Regulierungsrohr. Hält den Wasserstand in diesem Abschnitt. Der Kanal konstant. Vorsicht, hoher Druck. Okay. Alter, was wollt ihr von mir, dass ich hier in diesem Spiel tue, Jungs? Was wollt ihr von mir? So viel Kanalisation, Alter. So wenig zu tun. Hier kann ich irgendwas machen. Na gut, dann betätigen wir mal den Schalter. Steigt um 20%, das heißt, er liegt jetzt bei 80%. Habe ich das richtig im Kopf gehabt jetzt? Ne, 60%. Okay, gut. Lassen wir das mal so. Oben war übrigens jetzt ein Weg raus, dann komme ich wieder auf die andere Seite des Hauses, des Dorfes. Da oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Jetzt bin ich nämlich an dieser Stelle, konnte die Kiste wegschieben und dementsprechend hier eine Abkürzung schalten. So. Jetzt ist die Frage, wo es denn weitergeht. Hi. Weg mit dir, Digga.
So, die Brücke ist ausgefahren. Ich habe einen Fernzünder. Das Wasser ist auf 60% allerdings drin und nicht auf 100%, wie es eigentlich hätte sein sollen. Oder sollte es sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, gute Frage. Jetzt ist guter Rat natürlich teuer. Ich frage mich übrigens auch, welcher Weg hier gemeint ist, den ich mir freispringen könnte. Wo ist die scheiß Brücke, Alter? Oh, die oben. Was passiert denn, wenn ich den Fernzünder benutze? Solange ich nicht weiß, was das ist. Okay, gut. Das ist natürlich die Frage. Jetzt, wo ich denn... Ach, komm doch her, Alter. Was ich denn als nächstes tun soll. Ich soll irgendwo einen Weg freisprengen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Es war die Rede vom Haus des Bürgermeisters, aber irgendwie... Ich nicht finde dieses Haus von diesem Bürgermeister. Müsste allerdings auch noch irgendwo eine Möglichkeit geben, das Wasser noch um 20% zu steigern, denn dann wäre ich bei 100%. Wahrscheinlich brauche ich diese 100%, damit ich irgendwo hin kann, wo ich dann den Weg freisprechen muss. Das ist meine Meinung. Ich kann natürlich auch ganz anders sein. Oh, wer doch ab, Alter! Es kann sein, dass ich mich gerade wieder dumm anstelle und irgendwas versäume, aber ich habe gerade nichts im Kopf, wo ich noch nicht hätte lang gehen können. Ich hab doch abgewehrt, du Fisch, Alter. Alter, Fick. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen, wo ich denn hin muss. Moment. Gehen wir nochmal hier runter. Oh, das finde ich ja ein sehr cooles Gimmick. Ich habe jetzt einen Eisenpanzer gefunden, noch offscreen, und seine Kleidung hat sich verändert, seine Farbe. Das finde ich natürlich sehr cool. Aber trotzdem habe ich immer noch nicht herausgefunden, wo ich hin muss. Ich muss wahrscheinlich wieder mit irgendeiner verlorenen Seele quatschen. Die mir dann erzählt, das hier, das dort, was dieser Sprengenlader, Zünder, Fernzünder macht, und dann, ja, geht's wahrscheinlich weiter. Ich glaube, das werde ich jetzt offscreen mal tun. Ja, wenn ich dann weitergekommen bin, werde ich euch reinschalten. Also, ich habe mir jetzt mal Bord gezogen, weil ich doch tatsächlich Wasser ist jetzt auf 80%, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und ich muss mich jetzt wohl hier herunterfallen lassen. Ach, ja natürlich, ich musste ja diese Plattform hier, ich Vogel, Alter. Ich musste ja diese Plattform hier nach oben. Deswegen habe ich das Wasser ja auch erst abgelassen. Ich Dödele. Okay. Gut, und so wir das gemeistert haben, würde ich gerne hier. Hallo? Why? Warum kann ich dich hier nicht hoch, Alter? Ich bin doch jetzt auf der Plattform. Also eigentlich sollte ich hier durch können. Oh, Leute. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Okay, anscheinend habe ich irgendwas vergessen, weil mir fehlt wohl anscheinend noch ein Kanalisationsschlüssel. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich offscreen darum bemühen und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Let's Play Terranigma Episode 2. Ciao!